Und da sind wir wieder zurück. Willkommen zu Gabriel Knight 2. Genau. Ja. Die Uhr stört uns eh schon die ganze Zeit, aber wir schauen uns einmal um. Hubers sind wohl katholisch. Ja, das wissen wir schon vom letzten. Sonst brauche ich gerade nichts. Porzellan. Fast wieder heim. Aha. Die Zeit, dann können wir uns anschauen wieder. Sieht aus, als wenn es schon wieder ein Wolfsopfer gibt. Diesmal in der Münchner Innenstadt, letzte Nacht. Mhm. Im Augenblick weiß ich noch nichts, was ich schreiben könnte. Jetzt haben wir denn eigentlich alles mit. Boah, da haben wir urviel Analysebericht, Klingmann, Quittung. Hängt deine Nachricht oder bilde ich mir was ein? Ja. Scheiße, dann muss ich nochmal zurück. Herr Knight, die Autoschlüssel sind neben der Tür. Vielleicht sollten Sie aber lieber nicht mit dem Wagen in die Stadt fahren. Ja, das kennen wir schon. Ich hatte auf einen Mercedes gehofft. Ja. Als allererster fahren wir in die Hauptstadt, also in die Innenstadt. Und? Schauen zum Anwalt, da holen wir uns unser Backel, was uns die Frau Nakamura geschickt hat. Nakimura. Und wir holen uns noch zusätzlich es hat ja wieder ein Mord gegeben in der Innenstadt am Marienplatz, ne? Schauen wir uns auch an. Na, schauen wir alles wieder durch. Aha. Diesmal können wir rein, schau. Hallo. Grüß Gott! Ich wollte schon sagen, grüß dich. Ein glänzender Gesprächspartner. Wenn man keine Antworten haben will. Echte Schwarzwälder Kokosuhren? In München? Vielleicht will Gracie ja eine für den Laden als Dekoration. Aha, wir müssen eine kaufen, oder was? Ein glänzender echte... Kuckuck! Süß. Ja, der ist mit Huhn, wissen Sie, so für morgens. Ein Holzwecker. Ja, ein Wecker, ja, richtig, ja. Was kostet er? Wie viel? 60 Mark! 30 Euro ist nicht viel für so eine Handwerkskuckucksuhr. Ja, haben wir das Geld? Wo ist unser Geldbörsel? Gabels Bifftasche, da haben wir es. Da gib mir den Scheiß. Ich nehme die Holzspechtuhr. 60 Mark bitte! Vor dem Geschäft würde ich verrückt werden. Ja, tick, 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 tick. Das passt schon. Boah. Ich nehm die so. Die ist schön. Danke. Die ist schön. Bitte. Und tschüss. Okay, wir haben eine Kuckucksuhr, für was wir die auch immer brauchen. Ich weiß es nicht. Ich werde es mal begutachten. Man weiß nie, wann ein bisschen Nachhaken nützlich ist. Man weiß nie, wann... Wo war denn noch Stada, oder? War da der Anwalt?
war denn der Anwalt, verdammt? Boah. Ich glaube, der war am Anfang, kann das sein? Oh ja, ganz links in dem grünen Dings da drinnen, oder? Ja, ich gehe nochmal zurück. Ich glaube, das war in dem grünen Durchgang da. Hm. Weil ich will die Sachen haben. Grace heißt, gell? Grace Nakimura. So, da hinten, oder? Da haben wir es ja schon. Sehr gut. Das vereinbaren Sie da am besten mit meiner Sekretärin. Gut. Ja, danke. Ah, ich hatte gehofft, Sie würden mal vorbeischauen. Ich habe ein Paket für Wirklich? Sie. Ja, hier, bitte. Und da haben wir unser Paket. Ist sicher von Gerde. Ich hoffe, Ihr Morgen war ein guter Morgen, Mr. Knight. Nun, er war nicht so besonders. Übrigens, Sie können mich ruhig Gabriel nennen. Oh, ja, natürlich. Ich bin Harald. Harry tut's auch. Danke, Harry. Ich habe im Augenblick nichts mehr zu sagen. Ja, aber warum? Hallo? 18. März 1994. Gabriel, wie du sicher weißt, bin ich in Rittersberg. Ich hatte keine Lust, in New Orleans zu sitzen und dir den ganzen Spaß zu lassen. Wenn es außerdem so läuft wie das letzte Mal, wirst du Hilfe brauchen. Ich habe die Nachforschungen angestellt, von denen mir Gerde erzählte. Anbei findest du ein Buch, das du vielleicht nützlich findest. Es sieht ein bisschen überholt aus, aber da ich mich vorher noch nie mit Werwölfen beschäftigt habe, ist das schwer zu beurteilen. Es gibt sogar hier in der Stadt eine Werwolfsgeschichte. Ich habe einige Anhaltspunkte gefunden, die auf einen Werwolf mit Namen der Schwarze Wolf verweisen. Er tauchte an einigen Orten auf, darunter 1750 in Rittersberg. Er stand irgendwie in Beziehung zu Ludwig II., einem bayerischen König, der 1886 starb. Das ist alles Geschichte, ich weiß, aber irgendwas sagt mir, dass es wichtig ist. Ich weiß noch nicht, wohin ich von hier aus gehe, außer dass ich mehr über Ludwig II. Herausfinden will. Höre dich in München nach dem Schwarzen Wolf um und sieh, was du herausfinden kannst. Gib mir Bescheid, ob ich Nachforschungen über Ludwig anstellen oder zu dir kommen soll. Ich schicke dies an deinen Anwalt, aber ich muss mit dir direkt Kontakt aufnehmen. Schicke deine Adresse und Telefonnummer sofort. Herr Huber bleibt stur und will sie mir nicht geben. Sei vorsichtig und schreib mir. Grace. Verdammt! Was zum Teufel macht Gracie hier? Wenigstens ist sie irgendwo an der frischen Luft. Ludwig II. Der schwarze Wolf? Sie ist wirklich nicht mehr ganz dicht. Aha, interessant. Aber wir haben noch Bücher auch bekommen. Es gibt zwei Kategorien von Werwolffällen. Die unechten, lykanthropisch, Mensch zu best. Das brauchen wir jetzt aber nicht nochmal lesen, oder? Ich glaube. Wissen Sie etwas über Ludwig II.? Natürlich. Man begegnet ihm überall, wenn man eine Tour durch München macht. Ihm begegnen? Ist er nicht tot? Ja, schon. Aber er ist immer noch überall. Wie eben eure Marilyn Monroe oder Elvis. Er ist das große Rätsel Bayerns. Und was war so toll an diesem Ludwig-Typen? Man nennt ihn den Märchenkönig. Er war ein Romantiker und sehr mysteriös. Er hat Schlösser gebaut, die heute Riesentouristenattraktionen sind. Schlösser. Wo sind die? Oh, mal schauen. Herrenchiemsee liegt ungefähr eine Stunde von hier im Südosten. Neuschwanstein im Südwesten, nahe der Schweizer Grenze. Etwa zwei Stunden. Meine Sekretärin kann es Ihnen aufzeichnen, wenn Sie wollen, aber auf den meisten Karten sind die ohnehin drauf. Nein, danke. Ich wollte eigentlich nicht selbst hingehen. Aber es scheint ein guter Zeitvertreib für jemanden, den ich kenne. Also der Kerl ist nur ein toter König. Und diese Schlösser liegen irgendwo auf dem Land. Stunden von München. Ja. Perfekt.
Haben Sie jemals von jemandem gehört, der Schwarzer Wolf genannt wurde? Nein, tut mir leid. Ist schon in Ordnung. Es ist sicher nicht. Jo. Kann ich denn... Ich glaube nicht, dass Harry mehr ausholen könnte als ich. Na gut, dann tschüss, Harry. Dann gehen wir wieder. Also, bis bald, Harry. Bis bald. Bitte, lass uns den Idioten nicht mehr hinein. So, dennoch würde ich gern noch Bücher anschauen. Ich habe immer... Das zumindest geöffnet sind, ich weiß zwar nicht, was bringt, aber egal. So, irgendwo ist ja was passiert, ist in der Zeitung gestanden. In der Münchner Innenstadt. Und wir müssen da Grey sofort was schicken, ist gestanden. Aha, schau, die waren vorher noch nicht da. Die haben was zu tun. Ich glaube, ich weiß, wo letzte Nacht der Mord passiert ist. Sieht aus wie ein Nachrichtenteam vom Fernsehen. Vielleicht brauchen die ja Neuigkeiten. Das bin ich, Gabriel Knight. Du Idiot. Sieht aus wie ein Ich frage mich, wer diesmal das Opfer war. Ist das nicht der Polizist aus der Zeitung? Kommissar Leber? Der Leber. Der, was nicht da ist. Ja. Kommissar Leber. Mein Name ist Gabriel Knight. Ich habe versucht, Sie auf der Wache zu erreichen. Dieses Arschloch. Ich glaube nicht, dass die viel darüber wissen. Sieht aus wie ein Nachrichtenteam vom Fernsehen. Vielleicht brauchen die ja Neuigkeiten. Sieht aus wie ein... Ja. Vielleicht noch... Er hört nicht zu. Ich glaube nicht, dass die viel darüber wissen. Ich glaube... Okay. Ich glaube nicht... Sieht aus wie ein Nachrichtenteam vom Fernsehen. Vielleicht brauchen die ja Neuigkeiten. Ja, aber was... Was... Ich glaube nicht, dass die Deutsch... Hast du die Zeitung mit? Ich glaube nicht, dass die deutsche Öffentlichkeit daran interessiert wäre. Ah, ein Analysebericht habe ich Ihnen gegeben. Sind Sie von der Presse? Ich habe ein paar wichtige Informationen, die Sie sicher interessieren dürften. Schaut mit seiner Schmalzlocke. Sie sind Amerikaner? So ist es. Und Sie glauben, dass Sie Informationen über diese Morde haben? Ich habe Informationen, ja, Ma'am. Ich wollte sie dem Kommissar geben, aber er ist zu beschäftigt. Vielleicht sollte ich mich lieber mit Ihnen unterhalten. Nun gut, was soll's. Drei schon, Peter. Das ist ein Bericht aus München am Tatort vom bis jetzt letzten merkwürdigen Todesfall, wo durch die Killerwolf hergeführt worden ist. Der Herr neben mir ist ein Amerikaner, der behauptet, dass er wichtige Hinweise hat auf die sehr mysteriöse Mordfälle. Sie glauben, dass Sie Informationen über die Wolfsmorde haben? Ja, ja, in der Tat. Ich wollte Kommissar Leber einige Fragen stellen, wie zum Beispiel... Warum Tierhaare am Tatort gefunden wurden, die rotbraun waren, obwohl die Zoowölfe, die ausgebrochen waren, grau waren. Er wundert sich, warum...